aufwachen. Papa ist zu Hause. Willkommen daheim, Sir. Glückwunsch zur Eröffnungsfeier. Sie war ein grandioser Erfolg, ebenso wie die Senatsanhörung. Darf ich hinzufügen, wie erfrischend es ist, Sie endlich angezogen in einem Video zu sehen, Sir? Hey! Ich schwöre dir, ich demontiere dich, zerleg dein Motherboard und mach aus dir ein Weinregal. Sie sind Herzspezialist. Sie braucht ganz sicher einen, nachdem ich sie... Vielleicht sehen wir uns ja noch mal. Wie sieht es aus? Wie Weihnachten, nur mit mehr von mir. Und ihn? Wow. Ich hab schon viel von ihm gehört. Tony Stark. Oh, hey. Dass ich dich hier wiedersehe. Gary. Christine. Ja, richtig. Zwei Dinge, die ich tun möchte. Ich will einen Double Cheeseburger. Und das andere... Ich kann es mir vorstellen. ...ist nicht das, was Sie denken. Ich will, dass Sie eine Pressekonferenz einberufen. Eine Pressekonferenz einberufen? Ja, Hogan, wofür Abflug. Denn bitte? Der Cheeseburger hat Vorrang. Eigentlich hatte ich vor, dir zu drohen. Dann hättest du deine Rüstung anbehalten sollen. Ja. Die ist schon ganz schön verbeult und du hast noch den Leuchtstab des Schicksals. Willst du einen Drink? Sir, ich muss Sie leider bitten, den Donut zu verlassen. Oh. Mein Privatfahrstuhl. Du meinst unseren Fahrstuhl? Ja, da drin wimmelte es nur so von schwitzigen Arbeitern. Für die Bemerkung mit den Prozenten werde ich nachher noch auf subtile Art bezahlen, richtig? So subtil wird das nicht. Wäre es cool, wenn ich ein Foto mit Ihnen mache? Ja, das wäre sehr cool. Alles klar. Das will ich aber nicht auf Ihrer MySpace-Seite sehen. Bitte keine unflätigen Zeichen. Nein, machen Sie ruhig, war ein Scherz. Yeah, peace, ich liebe Frieden. Ich bin nur arbeitslos mit Frieden. Worauf wartest du? Es ist Weihnachten. Lass die Glocken läuten. Vielleicht ein bisschen zu schnell. Mach langsamer. Einfach ein bisschen langsamer. Ganz sachte, Jarvis. Na komm. Ich habe keine Angst vor dir. Ich bin der Beste. Wir brauchen einen Angriffsplan, Stark. Ich habe einen Plan. Angriff. Da ist die Tür. Leistung bei 400%. Was sagt man dazu? Sir, Agent Coulson von S.H.I.E.L.D. ist am Telefon. Ich bin nicht da. Hab schon Feierabend. Sir, es tut mir leid. Er lässt mich locker.
Lass dir ein Rückgrat wachsen, Jarvis. Ich habe ein Date. Wollen Sie mich aufhalten? Mal sehen. Ziehen Sie Ihren Anzug an. Ich habe keine Skrupel, einen alten Mann zu schlagen. Ziehen Sie den Anzug an. Ziehen Sie den Anzug an. Er. Sie werden der Da Vinci unserer Zeit genannt. Was sagen Sie dazu? Absoluter Blödsinn. Ich male nicht. Mr. Stark. Nein. Bitte. Ja, Schatz. Könnte ich Ihre Aufmerksamkeit haben? Auf jeden Fall. Ich will damit sagen, wir haben bereits die Aufträge an diese Leute vom Windpark vergeben. Wenn Sie Windpark sagen, denke ich an Blähung. Ich denke, der Preis ist sehr überzogen. Ich will es. Mir ist kalt. Oh, ich weiß. Und weißt du, warum ich das weiß? Weil wir einen Draht zueinander haben. Sonst noch was, Boss? Alles gut, Nein, Happy, ich brauche nur noch eine Minute. Durch die Scheidung habe ich beide Kinder verloren. Bitte? So eine will ich. Nein. Setzt Segel am Kreuzmast. Marssegel bergen. Der da spielt ein Ballerspiel. Dachte, wir merken's nicht. Haben wir aber. Sieht gut aus, Herr. Das hat mich jetzt überrascht. Was? Haben Sie was vor? Wenn Sie es wissen wollen, ja. Ich mag es nicht, wenn Sie was vorhaben. An meinem Geburtstag darf ich das ja wohl. Heute ist Ihr Geburtstag? Ja. Das wusste ich. Schon wieder? Ja, ist das nicht absonderlich? Am selben Tag wie letztes Jahr. Hm. Dann schenken Sie sich was Schönes von mir. Das habe ich schon. Und? Oh, es hat mir gut gefallen. Ja? Sehr geschmackvoll. Danke sehr, Mr. Stark. Immer wieder gerne, Miss Potts. Die sagen, die beste Waffe ist eine, die man niemals abfeuert. Ich darf höflichst widersprechen. Ich bevorzuge eine Waffe, die man nur einmal abfeuert. So hat es Daddy getan. So tut es Amerika schon lange. Und bisher hat es ziemlich gut funktioniert. Wie Jericho. Ja, ein großer Mann in der Rüstung. Lassen Sie sie weg, was sind Sie dann? Genie, Milliardär, Playboy, Philanthrop. Ist er Ihnen steif genug? Mal sehen, wir werden mit 10% der möglichen Schubkraft starten. Und 3, 2, 1. Wenn du mich nochmal löschst, ohne dass ich in Flammen stehe, verschenke ich dich an ein College. Ja, ich kann fliegen. Jarvis, bist du soweit? Zu Ihren Diensten, Sir. Heads-up-Display aktivieren. Erledigt. Importiere alle Einstellungen aus dem Home-Interface. Schon dabei, Sir. Abgeschlossen. Abschaltung wird initiiert und Diagnose vorbereitet. Ja. Weißt du was? Check das Wetter und den Luftraum. Hör dazu die Flugverkehrskontrolle ab. Sir, Terabytes an Berechnungen sind noch vonnöten. Falls Sie tatsächlich vorhaben, meinen Flugversuch... Jarvis, manchmal muss man rennen, bevor man laufen kann. Ausschalten! Das schmeckt nach Kokosnuss und Metall! Igitt, es ist eine Hightech-Prothese. Können Sie mich hochbringen? Aber gut festhalten, Legolas. Eine der am häufigsten gestellten Fragen ist, Tony, wie geht man in dem Anzug auf die Toilette?
Genauso. Agent Romanoff, vermissen Sie mich? Du bist dran, Ziegenpeter. Hau mir einen fetten Beat um die Ohren, ich verhau nämlich mal. Ich hab gesagt, du sollst es sein lassen. Loki ist eine ausgewachsene Diva. Er will Blumen, er will Paraden, er will ein Monument, das in den Himmel aufragt mit seinem Namen drauf. Verfluchter Penner. Das gelingt für gewöhnlich. Na, das ist bei Männern so eine Sache. Ist nicht ungewöhnlich. Einer von fünf hat... Gut, ich bin kein Experte. Mit Prostitution natürlich nicht. Sie sind Senator. Kommen Sie. Ich bin keine Waffenexperte. Wie hast du das Vereisungsproblem gelöst? Vereisungsproblem? Darum solltest du dich mal kümmern. Meine Kommunikationsprotokolle wurden überschrieben. Stark, wir müssen reden. Sie sprechen mit der Android-Kopie von Tony Stark. Hinterlassen Sie eine Nachricht. Es ist dringend. Dann hinterlassen Sie sie dringend. Ich bin nicht verrückt, Pepper. Ich habe nur endlich verstanden, was ich eigentlich tun muss. Und ich weiß tief in meinem Herzen, dass es richtig ist. Wenn du schon fertig wärst? Tja, dann... Wenn das die Situation entkrampft, könnte ich sie feuern. Ich finde, damit hättest du ruhig früher kommen können. Ja, entschuldige, Boss, ich kann das immer nur einmal. Okay. Bemerkt hat er uns. Wie ging's nochmal weiter? Du hast keine Ahnung, womit du es zu tun hast. Shakespeare im Park? Ist eure Mutter gewahr, dass ihr mit den Vorhängen spielet? Nichts für ungut, mein lieber Conan, hast einen fiesen Schwinger. Komm schon, Stark. Schließen Sie's. Bin ich wohl. Na bitte ganz, wie Sie meinen. Sehen Sie, wenn ich Iron Man wäre, hätte ich eine Freundin, die meine wahre Identität kennen würde. Das würde sie fertig machen. Sie würde sich Sorgen machen, ich könnte sterben. Und doch wäre sie auch stolz auf den Mann, der ich geworden bin. Das würde sie absolut verwirren, wodurch sie selbstverständlich nur noch mehr auf mich abfahren würde. Haben Sie mal wieder an diesen Abend gedacht? Es ist eine Sache, die offizielle Version anzuzweifeln, aber was ganz anderes, wilde Anschuldigungen loszulassen oder einfach zu behaupten, ich wäre ein Superheld. Ich habe nie gesagt, dass Sie ein Superheld sind. Nicht? Sehr gut, weil es abwegig wäre und fantastisch. Die Wahrheit ist,
Wenn ich ein Fazit ziehen soll, das zusammenfassen muss oder so, dann würde ich sagen, mein Anzug war nie eine Ablenkung oder ein Hobby. Er war ein Kokon. Und jetzt bin ich ein anderer Mensch. Selbst wenn man mir mein Haus und all mein Spielzeug wegnimmt, eins kann man mir nie mehr nehmen. Ich bin Iron Man.